Hallo Leute, mein Name ist Martin Hörer, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Wie viele Zuschauer sind bei WrestleMania erlaubt? Sting wird sein All Elite In-Ring-Debüt feiern und der Undertaker redet im Joe Rogan Podcast nicht ganz so besonders gut über die WWE. Jetzt stehen wir aktuell kurz vorm Rumble und natürlich fangen immer mehr Leute an, denn so langsam anzuteasen, ob man denn nicht vielleicht auch selbst da drin sind, also die Leute, die jetzt nicht aktuell im WWE-Roster sind. Dazu gehört zum Beispiel auch Alundra Blaze, die hat nämlich jetzt geschrieben, dass sie nicht jünger wird und dass sie eigentlich mal noch Lust hätte für so ein letztes Abschiedsmatch, also könnte man sie zumindest hier vielleicht im Frauen-Rumble einsetzen. Dann habe ich zwei News zu Renee Young. Die hat nämlich zum einen angekündigt, dass es eine WWE Backstage-Episode geben wird. Also das ist ja eigentlich die Show, die man zwischendurch produziert hat von dem Fox-Sender und die dann aber abgesetzt wurde, weil sie nicht so viel geguckt wurde. Und jetzt bringt man sie für eine Special-Episode zum Royal Rumble zurück. Dort mit dabei sind Paige, Booker T und Renee Young, obwohl sie nicht mehr bei der WWE angestellt ist, aber sie ist trotzdem noch bei Fox unter Vertrag und damit kann sie hier trotzdem in diesem WWE-Produkt auftauchen. Ähnlich kann man es auch mit CM Punk machen, aber der ist nicht mit für diese Episode angekündigt. Also damit noch ein bisschen mehr Spekulation für die Leute, die immer noch CM Punk im Rumble erwarten. Die andere News ist, dass Renee vor kurzem in ihrem eigenen Podcast Tony Khan, also den All Elite Präsidenten, mit dabei hatte und hat einen gemütlichen und schönen Schnack mit ihm gehalten. Und darüber kam dann auch die Anfrage, dass Renee Young ja auch mal Vince McMahon fragen sollte, ob dieser nicht Lust hat, auch einen Podcast mit ihr aufzunehmen. Und sie hat das natürlich gleich aufgrund dieser Frage dann über Twitter gemacht. Eine Antwort gab es natürlich nicht und ich gehe nicht davon aus, dass Vince sowas jemals machen sollte. Dann ist die WWE ja gerade extrem gut dabei, neue Talente zu verpflichten, darunter jetzt auch drei weitere Ladies. Und zwar haben sie jetzt Alenia Black, Lacey Ryan und Priscilla Kelly unter Vertrag genommen. Gerade die letzte ist, denke ich mal, doch recht bekannt, war ja auch Teil vom Mae Young Classic Turnier, war auch lange Zeit bei Evolve eingesetzt und bei vielen weiteren Wrestling Promotions und war auch die Ehefrau von All Elite Superstar Darby Allin. Sehr interessant ist, dass sie zu dieser Verpflichtung alle schon ihren dazugehörigen WWE In-Ring-Namen bekommen haben. Das heißt, die WWE hat im Vornherein schon sich Namen überlegt für diese Damen und die haben sie jetzt auch gleich bekommen. So wird Lacey Ryan als Zoe Stark antreten, Alenia Black als Cora Jade und Priscilla Kelly als Gigi Dolan. Außerdem sehr interessant ist, dass man diese drei Damen sofort in das Dusty Rhodes Tag Team Tournament eingebaut hat. So werden dann nämlich Gigi Dolan und Cora Jade zusammen antreten und die dritte im Bunde wird zusammen antreten mit Marina Shafir. Damit verbunden kommen wir gleich zur nächsten News, denn was ist mit Jessamine Duke? Denn die war ja eigentlich mit Marina Shafir im Tag Team und gehört ja auch zu den Four Horsewomen des MMAs, die man ja unter WWE-Vertrag geholt hat. Aber aktuell wird sie nicht eingesetzt und soll sie auch weiterhin nicht eingesetzt werden, denn Jessamine Duke war, bevor sie zur WWE kam, Vollzeit-Streamerin und hat halt einfach im Videogame-Bereich halt Content kreiert. Und das macht sie jetzt weiterhin für Up, Up, Down, Down auch noch. Und daran sehen wir eigentlich, dass es nicht Xavier Woods Kanal ist, sondern es ist WWEs Kanal, um Videospiele mit den Superstars zu präsentieren. Und Jessamine Duke ist jetzt eigentlich nur noch dafür vorgesehen, zumindest in der aktuellen Pandemiezeit, dass sie nicht in Ring eingesetzt wird, sondern nur für diesen Kanal. Dann gibt es jetzt eine Infos, wie viele Zuschauer man denn jetzt eigentlich für WrestleMania in die Halle lassen darf. Und zwar gab es da die Aussage von 25.000. Das ist natürlich deutlich weniger als reinpassen und auch deutlich weniger als man es eigentlich bei WrestleMania gewohnt ist. Aber trotzdem ist es natürlich schön, dass wir da endlich ordentlich eine Zuschauerzahl haben. Denn 25.000 ist trotzdem schon eine ordentliche Nummer. Damit kann man sicherlich arbeiten und kann trotzdem irgendwie gewährleisten, dass die alle nicht auf einen Haufen sitzen. Aber das werden wir dann auf jeden Fall noch genau sehen. Denn da achtet man ja aktuell auf den Super Bowl und will das ja dann genauso kopieren, wie die es gemacht haben. Außerdem sollen für beide Tage die 25.000 gelten, das heißt für den ersten und zweiten Tag. Jetzt ist natürlich fraglich, ob man für beide Tage gleichzeitig Tickets kaufen kann oder ob man so löst, dass man nur ein Ticket kriegen kann für entweder oder einen der beiden Tage, sodass man mehrere Leute zumindest irgendwie zu WrestleMania lassen kann. Aber ja, ich denke mal eher, die sind froh, wenn das alles ausverkauft wird.
Wie es mit dem Thunderdome übrigens danach aussieht, weiß man aktuell noch gar nicht, denn man versucht zwar irgendwie eine Halle zu finden, aber das wird dann natürlich auch ein bisschen schwierig, denn alle Hallen sind natürlich dann auch wieder mit anderen Promotions oder mit anderen Sportarten belegt, ist also ein bisschen schwierig. Dann hatten wir bei Impact Wrestling den überraschenden Auftritt von James Storm gesehen und dieser ist aktuell immer noch nicht unter Impact-Vertrag. Der wird nämlich gerade einfach nur bezahlt für die Auftritte, die er halt macht, aber halt alles ohne richtigen Vertrag. Das heißt, James Storm ist weiterhin Free Agent, könnte weiterhin dahin gehen, wo er möchte und wurde aber jetzt trotzdem bei den aktuellen Tapings bei Impact mit eingesetzt. Muss man also sehen, wie das vielleicht in längerer Zukunft dann sich entscheidet. Chad Gable hat in der aktuellen The Bump-Episode erzählt, dass sein ehemaliger Partner von American Alpha, Jason Jordan, immer noch dabei ist, sein In-Ring-Comeback zu planen, vorzubereiten, sich darauf vorzubereiten. Denn dieser hat sich ja extrem schwer vor einigen Jahren verletzt und ist seitdem nur als WWE-Produzent eingesetzt und darf halt einfach aus gesundheitlicher Sicht nicht mehr im Ring antreten. Aber jetzt wurde halt gesagt, dass er es immer noch versucht, dass er immer noch hart daran arbeitet und vielleicht irgendwann. Dann gab es ein Interview mit Roman Reigns und dieser hat über seine neue Musik gesprochen, denn man plant aktuell eine neue Musik für den Heel Roman Reigns und damit wird es dann auch so sein, dass das The Shield Theme, womit er ja einfach immer noch rauskommt, dass das dann für ihn nicht mehr genommen wird. Diese Spekulation gab es schon mal vor einiger Zeit, weil man einfach die Beliebtheit vom The Shield Stable nicht auf den Heel-Charakter Roman Reigns passen wollte. Deswegen will man das so ein bisschen abgrenzen. Aber Reigns kann sich zumindest mit der aktuellen Version noch nicht so ganz anfreunden. Also da baut man immer noch so ein bisschen dran rum. Aber man ist da dran auf jeden Fall an einer neuen Musik. Dann hat Impact Wrestling jetzt bekannt gegeben, dass wir am 13. Februar den nächsten Impact Pay-Per-View sehen werden und dort wird es dann zu dem Tag Team Titelmatch kommen, also zu dem Impact Tag Team Titelmatch zwischen den Good Brothers und den Private Party Jungs von All Elite. Das heißt, auch hier sehen wir beim nächsten Impact Pay-Per-View wieder ein großes Match zwischen All Elite und Impact. Dann vielleicht für den einen oder anderen interessant, und zwar haben unsere beiden größten Wrestling-Gamer jetzt ihre Spiele des Jahres 2020 gesagt und das sind natürlich Kenny Omega und Xavier Woods. Und für Woods war das Spiel des Jahres Ghost of Tsushima, was ich selbst auch gespielt habe, findet ihr natürlich in kompletter Länge auf meinem Gaming-Kanal, um den auch mal zu promoten. Und Kenny Omega fand Yakuza Like a Dragon am geilsten, was irgendwie auch klar ist, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit er in Japan verbracht hat und so, macht schon irgendwo Sinn. Für den All Elite Pay-Per-View Revolution am 27.02. wurde jetzt das erste Match bestätigt. Und zwar wird es ein Tag Team Street Fight Match geben zwischen Ricky Starks und Brian Cage gegen Darby Allin und Sting. Das heißt, wir haben also auch das In-Ring-Comeback von Sting in diesem Match. Jetzt ist das natürlich ein Street Fight Match. Das heißt, die großen krassen Bumps wird Sting natürlich nicht nehmen. Und man kann da sicherlich auch gut ein bisschen hantieren mit seinem Baseballschläger und so weiter. Da gibt es sicherlich eine coole Möglichkeit, um damit zu arbeiten. Und wahrscheinlich die krassesten Bumps und so weiter wird Sting jetzt auch nicht einstecken. Trotzdem wird Sting eingesetzt, aber hier anders als bei der WWE. Einfach um die ganzen anderen Leute mit zu pushen mit seinem Namen. Anstatt so wie bei der WWE einfach irgendwelche Titelchancen zu verschenken. Dann hat CM Punk mal wieder eine kleine Q&A-Session über Twitter gemacht und da gab es die Aussage, ob er es sich vorstellen könnte, für das WWE-Spiel als spezieller Charakter zu fungieren, ohne dass er jetzt direkt einen WWE-Vertrag hat, sondern einfach nur für das Spiel vorgesehen ist. Das gab es in Vergangenheit ja auch schon mal, dass halt einfach irgendwelche Wrestler damit eingebaut wurden, weil die mit 2K quasi einen Deal gemacht haben und nicht mit der WWE direkt. Und CM Punk meinte, dass er sich das schon vorstellen kann, aber dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil er ist und da immer noch irgendwie ein bisschen Clinch mit WWE und ihn und so weiter sieht. Außerdem wurde er gefragt, wer sein Wrestler des Jahres 2020 ist und er sagte Goldberg, da dieser nämlich der klügste Mann im Lockerroom ist, wahrscheinlich auch er darauf anspielend, dass er halt super viel Geld bekommt für super wenig Matches und dass auch noch Titelmatches, bekommt den Titel dann auch noch, also besser kann es eigentlich nicht laufen.
Und dann gab es auch noch eine kleinere Kontroverse mit dem Undertaker. Dieser war nämlich im Joe Rogan Podcast und hat da doch recht offen über seine Zeit bei der WWE gesprochen und sprach auch über das aktuelle Produkt und sagte zu Joe Rogan, dass er das aktuelle Produkt ein bisschen zu sanft findet. Er sprach natürlich auch die ganze PG-Geschichte an, von wegen, dass wenn Kinder irgendwas gucken wollen, heutzutage dann können sie das halt auch gucken. Da braucht man jetzt nicht unbedingt sein Produkt so einschränken, nur für die Kinder. Denn wie gesagt, wir leben im Zeitalter des Internets. Jedes Kind könnte mit dem Smartphone Wrestling verfolgen, wenn es wollen würde. Von daher muss man da keine Altersbeschränkung machen und damit das Produkt irgendwie ein bisschen sanfter veranstalten. Ja, ist sicherlich eine korrekte Aussage. Ob das jetzt so klug war von ihm, das hier einfach so zu sagen, ist natürlich die nächste Sache. Aber da ist es halt so, es ist immer noch der Undertaker und er kann sich eigentlich so gut wie alles erlauben. Denn wir wissen, Undertaker und Vince, die sind so und von daher, da wird eh nichts Negatives ihm entgegenkommen. Jo, Freunde, und dann habe ich noch ein paar Sachen zu meinen letzten Gewinnspielen. Und zwar haben sich immer noch 3 Leute aus meinem Adventskalender-Gewinnspiel nicht zurückgemeldet. Und das ist natürlich echt scheiße, weil deswegen müssen alle anderen auch warten, weil ich die ganzen Listen komplett dann zur WWE schicke. Und die 3 Leute sind Marcel Meyer, Jesse Benz und Michael Herrmann. Schreibt mir bitte auf Instagram zurück. Und alle Leute, die jetzt glauben, irgendwie faken zu können, das funktioniert nicht, weil ich habe die schon angeschrieben. Das heißt, wenn ihr mir jetzt schreibt, dass ihr das angeblich seid, denn wie gesagt, ist ja in dem Verlauf nicht die Nachricht, die ihr von mir bekommen habt. Also, ne, also bitte an die 3 Leute, meldet euch, wenn ihr euch bis Sonntag nicht gemeldet habt. Dann werde ich die Sachen weiter verlosen, dann wahrscheinlich im Livestream, weil da gibt es zurzeit wieder super viele Gewinne, deswegen jeden Montag, Mittwoch und Sonntag vorbeischauen. Und dann habe ich noch 2 Sachen, die habe ich im Livestream verlost und die kamen auch als unzustellbar zurück. Bei den beiden Leuten, bitte meldet euch auf meine Twitch-Nachricht nochmal. Und zwar geht es da um Stefan S. aus M., ich darf ja aus datenschutzlichen Gründen nicht mehr sagen, und Alexander Z. aus C., ja, also auch die beiden, bitte meldet euch bei mir auf Twitch. Die beiden Pakete kamen zurück, die ihr gewonnen habt. Da verschenkt man so viele Sachen und dann wollen die Leute das nicht haben. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Gut, Freunde, dann war es das erstmal soweit mit dem News-Video. Also Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Wunderschönen Tag haben. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video und schlaft schön, haut rein und ciao.